Und damit einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal, beziehungsweise zu... Ja, wir schauen es uns erst einmal an. Als erstes möchte ich sagen, dass es hier um Meeble Station geht. Meeble Station ist am 17. Januar 2019 rausgekommen, allerdings das ganz wichtig vorweg im Early Access. Das heißt also, es ist noch in der Entwicklung, es hat noch Bugs, es hat noch Fehler, es ist nicht die finale Version. Und das Schöne ist, du oder auch ich, wir als Zocker, als Gemeinschaft des Gamings sozusagen, können die Entwickler dabei unterstützen, das Spiel zum Finale zu bringen, indem wir zum Beispiel Bug-Reports schreiben und so weiter. Das Ganze ist von den Entwicklern Fox Games. Das Ganze wird gepublished von Modularity. Und ich bedanke mich an dieser Stelle für den Key. Vielen, vielen Dank dafür, dass ich dieses Spiel anspielen darf und es mir selber anschauen darf. Und ich würde sagen, ich schnacke nicht lange. Ich habe das Ganze schon testweise angefangen, habe auch schon eine Folge aufgenommen. Allerdings habe ich es da so verkackt, dass ich euch die jetzt nicht antue. Das heißt, wir starten jetzt nochmal schön in ein klassisches Spiel. Friedlich, mild, herausfordernd, schwer oder Masochist. Ich habe mild genommen und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung. Jetzt wird das Konstrukt vorbereitet. Das Ganze ist jetzt hier. Wir pausieren das ganze Spiel jetzt erst einmal. Das, was wir jetzt hier sehen, ist einmal ein Gebiet, wo wir eben jetzt bauen können. Wir haben jetzt die Möglichkeit, mit Blaupausen zu arbeiten. Hier über Bauen können wir auch selber alles errichten. Möbel, Struktur, Energie und so weiter. Das können wir alles selber machen. Abbauen können wir dann verschiedenste Erze zum Beispiel. Das hier sind unsere Kredits. Das heißt, das ist das Geld sozusagen, was wir jetzt derzeit haben. Und ich werde das Ganze jetzt diesmal nicht so machen, dass ich wieder was Eigenes baue, denn ich habe es echt ungelogen. Ich habe jetzt dreimal neu angefangen, weil ich jedes Mal irgendwas vergessen habe. Und deswegen gehen wir jetzt hier direkt auf zufällige Beispiele. Ich finde es schade, dass vielleicht als kleiner Kritikpunkt, ich finde es schade, dass wenn ich jetzt da draufklicke, dass sofort eine Base errichtet wird. Und die Credits, also das Geld wird dir sofort abgezogen, was nicht schlimm ist, um Gottes Willen. Ich fände es aber schön, wenn es die Möglichkeit gäbe, dass man vielleicht ein Auswahlfenster hat, wo man sich diese einzelnen Bases kurz anschauen kann. Also als Vorschau praktisch und man dann bestätigen muss. Das wäre super, vielleicht als kleiner Kritikpunkt wäre super. Auf jeden Fall. Falls es sowas gibt, dann, sorry, aber dann war ich vielleicht blind und habe es einfach noch nicht gefunden. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, das ist das, was wir wesentlich brauchen. Solar, Energie, Lebenserhaltung, Raumanzugspind, Luftschleuse und die Nahrungsquelle. Das habe ich irgendwie ständig vergessen und dann habe ich die Kabel am Ende vergessen und dann habe ich mir gedacht, hey komm, jetzt löschst du die Aufnahme und startest das Ganze einfach nochmal frisch und fair neu. Das Ganze machen wir jetzt und ich klicke jetzt diesmal aber auf zufälliges Beispiel und lass mir eins erstellen und jetzt haben wir schon eins. Ihr seht, die Credits sind runtergegangen. Und das ist jetzt unsere zufällige Basis. Wir könnten jetzt nochmal draufklicken und das Ganze würde sich immer wieder ändern. So wie wir das Ganze dann im Endeffekt haben möchten. Ja, aber ich denke, wir lassen das jetzt einfach mal so. Wir haben hier Solarpanels, wir haben hier die Lebenserhaltung. Also alles Wichtige ist hier schon integriert dann jetzt. Und deswegen private Quartiere, privates Bett haben werden, versuchen ein öffentliches Bett zu finden. Du kannst ein privates Quartier zuweisen, indem du auf dem Bett liegst. Das machen wir jetzt nicht. Wir starten jetzt einfach. Ganz, ganz wichtig ist es, glaube ich, dass wir uns jetzt mal einen Ort aussuchen, wo wir reichlich Ressourcen haben und am besten alle drei Sorten Ressourcen haben und idealerweise keine Gefahr haben. Denn wenn ich ehrlich bin, ich möchte jetzt noch nicht unbedingt auf irgendwelche Gegner treffen. Denn ich würde mich ganz gerne erst einmal mit anderen Dingen beschäftigen. Hier haben wir Brossium, Morelium und Dilithium Ressourcen. Reichlich Gefahren, keine Piraten, keine. Wir gehen einfach mal hier hin. Zack.
Da springen wir jetzt hin. Deine Station wird in einen rückständigen Quadranten gebracht. Das heißt, die Base, die wir jetzt sozusagen gerade gebaut haben, die wird jetzt hier hin transportiert. Und jetzt sind wir, ja, genau. Oh, perfekt. Guck mal, hier alles außenrum. Ja, geil. Und ja, jetzt befinden wir uns in diesem Gebiet hier und können jetzt anhand unserer Meeples, die wir jetzt hier haben, also die Bewohner, die wir jetzt haben, erst einmal oder müssen jetzt erst einmal einen Kapitän auswählen, würde ich sagen. Erste Schritte, da oben sieht man es auch, da kannst du jetzt nochmal gucken, Kapitän auswählen, private Quartiere können wir wegmachen, unordentliche Meeples und so. So, wir wählen jetzt erstmal einen Kapitän aus, wir gucken jetzt mal, was haben wir. Saifao, die Namen können wir auch ändern, so ist es nicht, ist zuvorkommend zu anderen, ist ein fleißiger Arbeiter, hat ein vorsichtiges Wesen und hat eine kraftvolle Statur. Kraftvolle Statur gefällt mir sehr, aber nicht für... Okay, das habe ich jetzt schon gemacht, das wollte ich jetzt gar nicht. So. Das habe ich schon wieder zugewiesen, ne? Der kackt da ab, Mensch. Habe ich den jetzt echt entlassen? Alter, wer kacke ich jetzt schon wieder? Nee, ich hoffe es nicht. Also wir haben jetzt mal Saifao zugewiesen, ist ein fokussierter Arbeiter, hat ein souveränes Wesen, hat eine schwache Statur, Plappermaul, unordentlich, virtuos, ist zuvorkommend zu anderen, abgelegter Arbeiter, hat ein souveränes Wesen, hat eine kraftvolle Statur, unordentlich, unentwegter Arbeiter, verlegene, starke Statur. Ich glaube, wir können den sogar wirklich lassen als Kapitän. So, wir müssen jetzt noch Rollen zuweisen, das machen wir mit der Taste M. Und da müssen wir jetzt mal natürlich einen Miner zuweisen. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall eine Person mit starker Statur. Haben wir hier schon mal einen. Kraftvolle Statur ist auch nicht schlecht. Einen neuen Posten. Ich würde sagen, wir nehmen ihn als Miner. Kapitän benötigt. Wir haben doch einen Kapitän. Oh, ne, habe ich den jetzt echt entlassen? Geht der jetzt oder was? Nein! Oder habe ich den Kapitän jetzt wieder entfernt? Nee, Kapitän ist doch da. Ich bin verwirrt. Totally verwirrt. Saifao. Ist Bewohner. Warte. Kapitän. Hier. Ein Kapitän wird benötigt. Das haben wir. Saifao ist der Kapitän. Hä? Okay, jetzt ist es, glaube ich, drin. Alles klar. So, M. Wen haben wir dann als Dings? Ihn, glaube ich, als Ingenieur. Genau. Zuvorkommen zu anderen, ist ein abgelegter Arbeiter, abgelenkter, Entschuldigung, hat ein souveränes Wesen, hat eine kraftvolle Statur, fokussierter Arbeiter, hat ein souveränes Wesen, hat eine schwache Statur, Plappermaul, unordentlich. Das ist natürlich nicht gut, die sind beide unordentlich. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Ingenieur und eine Raffinerie. So, das sind jetzt mal... Würde ich sagen, so die wichtigsten Punkte, die wir jetzt schon mal haben. Wir brauchen natürlich jetzt Ärzte bzw. Ressourcen. Das heißt, wir werden jetzt gleich hier mal auswählen. Ey, yo, was geht? Gib mir Ressourcen. Machen wir so. Zack. Dann soll er schon mal die Ressourcen abbauen. Das heißt, der Miner wird jetzt gleich bam, bam, losgehen. Zack, zack, läuft jetzt nach unten. Wie komme ich denn nach unten in Stockwerk tiefer hier, ne? Ah! Hilfe! Hilfe! Ah! Alter, rutscht doch nicht immer... Was? Ne, das ist Gitter. Alter, ich bin noch nicht mal nah. Kann man das abschalten? Ich möchte in Stockwerk tiefer. Wo komme ich denn ein Stockwerk tiefer? Auftrag abgebaut und gerate in Panik. Warum gerät er denn in Panik? Was ist denn los mit ihm? Dann geh dahin. Digga, was ist los? Der gerät in Panik? Kann es sein, dass er in Panik gerät, weil es nicht in dem Gebiet ist? Der andere ging jetzt da vorhin ohne Probleme hin. Willst du mich verbullen? Ah.
Okay. Warte mal, Bergbau haben wir hier, astrophotisch. Du hast einen Astrophoben-Miebel einem Job zugewiesen, der den Aufenthalt im Weltraum erfordern kann. Sie werden wahrscheinlich in Panik geraten und unter starke... Ach so. Das ist das Problem. Okay, warte. Wir ändern das. Kein Problem. Ich krieg das hin. Ich krieg das hin. Selvek, hier. Er ist Astroph... Ach so, ja, okay, das hätte ich bedenken müssen. Okay, das... Was war dumm? Kraftvolle Statur, dann machst du den Miner. Und du machst den Inji. Ja, probieren wir das mal. Kommst du zurück? Bruder? Komm zurück, komm zur Base, mein Freund, komm zurück. Ja, komm zurück. Alles gut. Das Gitter können wir mal ausschalten, dann sehen wir das Ganze ein bisschen besser. Das Gitter können wir halt nutzen zum Bauen zum Beispiel, ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ist das Ganze erinnert mich so ein bisschen an RimWorld und so ein bisschen, ja, wir haben hier so nur halt abgefahren im Space einfach und das ist schon mega, mega geil. Das ist auf jeden Fall schon mal mega geil. Hier bewegen wir uns einfach nur nach unten und nach oben. Das hier das macht das Ganze zentral. Die Frage, die ich mir stelle... Ach so, hier, guck mal, hier, wir haben nochmal eine Zwischending praktisch. Das hier ist unten. Ah, so sehen wir das Ganze auch. Alles klar. Ja, ess du mal was. Da sind wir den Fischtank, da sind ein paar Betten, da ist, ich glaube, das ist für die Raumanzüge, kann das sein? Ja, Dreck entsteht natürlich schon, hier sind ein paar Luftschleusen zum Rausgehen. Geht der jetzt raus? Also einer muss jetzt rausgehen. Kein Platz zum Hinsetzen und Essen. Ja, Leute, einer muss jetzt hier mal... Oder habe ich das... Ah, ich habe das wieder weggemacht, ne? Also wenn noch nicht alles so hundertprozentig funktioniert, ich bin selber noch so ein bisschen an der Findung des Ganzen. Ich muss mich da selber noch ein bisschen... zurechtfinden. So machen wir das. Ich habe den Auftrag ja, glaube ich, abgebrochen gehabt. So, okay, der geht jetzt raus. Das ist jetzt der richtige. Hier ist auch noch markiert, glaube ich. Ja, machen wir jetzt einfach nochmal, ist ja egal. Okay, der holt jetzt die ganzen Erze rein, beziehungsweise der tut jetzt die ganzen Sachen abbauen hier. Oh, ist jetzt Autospeichern wahrscheinlich. Falls ihr übrigens das Spiel, falls ihr das Spiel auch spielt und ihr entdeckt einen Bug, dann meldet das einfach hier über den Button hier. Was, ein Fehler? Dein Gesicht ist ein Fehler. Man gibt's keine Fehler und wenn, es gibt keine offensichtlichen... Bist du der Fehler. Sehr geil. Der Humor gefällt mir schon mal ultra, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier könnt ihr die Fehler eintragen und dann den zuschicken. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich unterstütze die Entwickler und ich wiederhole es nochmal. Es ist ein Early Access Titel. Das heißt also, es steckt alles noch in den Kinderschuhen. Es ist noch in der Entwicklung. Es ist jetzt erst am 17. Januar 2019 ist das Spiel erst in den Early Access reingekommen. Also Geduld haben. So, er baut das Ganze jetzt hier ab, da und da hinten. Das heißt, hier kommen jetzt die Erze dazu. Dilithium, Morelium, Brossium und Stelium. Stelium brauchen wir für Stahl. Das ist hier das, wo jetzt hingeht. Sehr, sehr gut. Brauchen wir zum Bauen. Das heißt also, das Ganze müssen wir jetzt auf jeden Fall mal als erstes mehr oder weniger angehen. Raffinerie. Da können wir mal reinschauen. Hier haben wir schon mal Raffinerie. Inventar ist da. So, wir haben Morelium hier drin. Verwendet in... Da sehen wir es jetzt schön in den drei verschiedenen... Leider steht es jetzt nicht dabei, was ist. Das sieht aus wie Glas. Ticket erstellen. Morelium. Jetzt können wir die Sachen hier erstellen. Okay, das ist halt wirklich ultra cool gemacht, wenn ich das mal so sagen darf. Wir erstellen dann ein Ticket. Das heißt, er stellt es dann her. Kann es sein? Ja, klar. Also, wir erstellen eine Warteschleife sozusagen. Und er stellt das Ganze dann daher. Mega geil auf jeden Fall.
Meeble mit sehr unterschiedlichen sozialen Eigenschaften werden es oft schwer haben, miteinander auszukommen. Es wird empfohlen, dass sie nicht eng zusammenarbeiten. Ist jetzt hier noch ein bisschen schwierig. Wenn du mit Ressourcen handeln möchtest, solltest du eine Luftschleuse für den Handel freigeben. Bewege dazu den Mauszeiger über eine Luftschleuse und wandle sie mit T in einen Handelsdock um. Geile Sache. Hier falsches Wiki, Jobaffinität, Rollen zuweisen, das Ganze haben wir ja mehr oder weniger schon gemacht. Also guck mal, der arbeitet jetzt hier richtig dran und bastelt das. Das hat schon wirklich, wenn ich das mal so sagen darf, es ist schon wirklich sehr geil gemacht. Schon wirklich mega. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich sehr. Sozialer Kontakt. Meeble mit sehr unterschiedlichen sozialen Eigenschaften werden es oft schwer haben, miteinander auszukommen. Es wird, ach okay, das kennen wir ja schon. Handelsdock, das könnten wir eigentlich theoretisch machen, aber ich glaube, wir sammeln einfach erstmal selber ein bisschen. Wir haben keinen Platz zum Hinsetzen. Das heißt, wir müssen hier halt mal so ein bisschen anbauen noch. Das machen wir aber noch nicht mal. Gibt's hier Hierarchie, Meeble? Okay, Hierarchie kennen wir ja schon. Verwaltungsvorstand. Also wir können das Ganze sehr hart ausbauen. Ich glaube, das wird... Achso, hier können wir löschen auch. Also ich hätte den auch... hätte den auch wieder zurücksetzen können. Okay. Hier sehen wir die Karte. Wir können dann auch irgendwo hinreisen, wenn wir die Ressourcen haben, wenn ich mich recht entsinne. Also wir können dann auch weiterziehen sozusagen mit der Station. Hier sehen wir so ein paar Infos. Okay, Forschung. Forschung ist natürlich auch interessant. Fortschrittliche Raffinerie, verbessert deine Raffinerie und ermöglicht die Produktion verschiedener Ressourcen. Schaltkreis, Botanik. Botanik ist gut. Aber wir haben, glaube ich, wir haben gar niemanden für Dings zugewiesen. Deswegen lohnt sich das, glaube ich, noch gar nicht. Kartennavigation, da waren wir jetzt gerade drin, das machen wir weg. Piraten und sowas gibt es halt auch. Es gibt halt auch Gegner. Ich habe jetzt mal bewusst milde ausgewählt. Ich denke, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad wird das Ganze dann nochmal sehr, sehr fordernd werden, eventuell. Aber zum Reinkommen, so, um einfach mal zu gucken, ist es gut. Ein Meeble ist extrem unglücklich. Er kann aus einer Luftschleuse springen oder Forderungen stellen, wenn er ein Offizier ist. Tu es nicht. Bruder, tu es nicht. wer ist unglücklich? Kann ich das hier rausfinden, wer unglücklich ist? Ja, hier, guck mal. Ah, hier, er hier. Ach du Scheiße. Tu es nicht. Du darfst es nicht tun, Freund. Bleib stark. Du bist unser Ingenieur. Ingenieur. Schmutzige Umgebung, aufgeweckt von bla, okay. Hausmeister. Komm, ich tue ihn mir jetzt von Ingenieur wegsetzen und tu mir jetzt einfach mal Hausmeister geben, kurz. Dass er ein bisschen reinigen kann. Vielleicht bringt das ein bisschen was. Ja, ist kritisch. Ist halt heftig kritisch gerade. Ist halt ultra. Gibt's Tastenbelegung? Warte mal, gibt's eine Tastenbelegung? Wir speichern mal. Speichern ist immer eine gute Sache. Wer klopft denn hier? Das ist im Spiel. Ich dachte, hier klopft jemand bei mir. Alter. Tastenbelegungsmäßig. Gibt es da irgendwelche Tasten, wo ich schnell hoch runterkomme? Ebene runter. Punkt, Komma. Ebene hoch. Da komme ich aber keine Ebene runter. Ebene runter, Punkt, Komma. Ich habe doch Punkt, Komma gedrückt. Sekundär EQ, Kamera wieder zentrieren. Hä? Okay, keine Ahnung. Also hier sehen wir ja... Aha. Ne, wo war das? Hier war das, ne?
Was? Nein. Hä? Wir hatten das vorhin. Oh Mann. Wie war das nochmal? Es ist sehr verwirrend. Da muss man vielleicht nochmal dran arbeiten. Okay, wir hatten es vorhin auf jeden Fall. Sozialer Konflikt. Also wir haben jetzt hier gerade ein heftiges Problem. Wir haben keinen Platz zum Hinsetzen oder Essen. Das heißt also, die Meebles bzw. unsere Bewohner hier, die können nicht so perfekt hier essen und so. Und wenn ich jetzt näher ranzoome, das ist normal, dass es so aussieht, ja? Nur so zur Info. Also ich kann grafiktechnisch... Hallo? Grafik, da bin ich schon. Da nichts großartig noch mehr einstellen, ja? Sync. Kameraempfindlichkeit, UI-Maßstab. Das ist vollkommen normal. Wollte ich nur mal so gesagt haben. Bevor irgendjemand sagt, der sieht scheiße aus. Ja, ist halt normal, liebe Leute. Ist halt normal. Hier bewegen wir uns halt nur. Wie war denn das? So sehen wir jetzt den Schatten. Aber ich habe gerade keinen Zugriff auf die untere Plattform. Das schockt mich gerade ein bisschen. Wir hatten das vorhin. Wie war denn das nochmal? Oh Mann! Das darf nicht passieren. Gibt es da noch irgendeine andere Taste? Beschleunigen, verlangsamen, Minus. Okay, Tastenbelegung ist schon ein bisschen strange. Kamera runter, Kamera hoch. Ja, das ist die Kamera bewegen halt. Zoom-Stufe. Zoom-Stufe. Ebene runter, Ebene hoch. Ebene runter. Das ist auch gar nicht richtig in der Reihenfolge. Aber... ich überlege gerade, warte mal, ich mach das mal. Ebene runter. Er bewegt aber das, bewegt dasselbe, also es macht keinen Unterschied. Zumal es, glaube ich, doppelt belegt ist. Oder so. Nee. Ist vielleicht entweder eine Sache, die ich noch rausfinden muss, oder eine Sache, die vielleicht noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Aber ist nicht so schlimm, wie gesagt. Early Access Titel, ich wiederhole es gerne nochmal. Von daher alles gut. So. Müssen wir mal gucken. Okay, ich würde sagen, für den ersten Blick war es schon mal auf jeden Fall nice. Werden wir auf jeden Fall noch ein paar Folgen machen davon. Vielleicht sogar mal im Stream spielen. Müssen wir mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Zuschauen. Vielen, vielen Dank. Und wenn es euch gefällt, kauft das Game. Kostet, glaube ich, 15 Euro derzeit. Ich glaube, so um die 20 dann. Ich kann ja mal ganz kurz gucken. 16,99 € kostet das Spiel. Derzeit noch im Angebot bis zum 24. Januar. 14,44 € kostet es aktuell. Lohnt sich auf jeden Fall schon für jeden. Wo ist denn jetzt meine Base hier? Hilfe! Lohnt sich auf jeden Fall für jeden, der... ich weiß nicht, wie RimWorld so ein bisschen solche Spiele mag eben. Na, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!